Ein Beitrag der Konrad-Adenauer-Stiftung. Herzlich willkommen. Drei Fragen an Frau Dr. Theresa Schellander-Gorgas, Meteorologin an der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik hier in Wien. Einen schönen guten Tag, Frau Dr. Schellander-Gorgas. Grüß Gott. Nun haben wir in der letzten Woche in unseren Abendnachrichten Fernsehbilder von der katastrophalen Wetterlage, Überflutung, Sturzregen im Westen Deutschlands gesehen. Davor auf der anderen Seite haben wir seit einigen Jahren extrem trockene Sommer. In anderen Erdteilen unglaubliche Waldbrände. Das heißt, wir erleben derzeit so viele Wetterextreme. Kann man noch von Wetter sprechen oder ist das hier schon Klima? Ja, das Schwierige ist, die Bilder, die uns erreichen, die beeindrucken uns und die bestürzen uns in dem Moment. Und ich habe auch größtes Mitgefühl mit dem, was die Menschen derzeit durchmachen in den Gebieten, die zum Beispiel in Rheinland-Pfalz überflutet sind. Als Klimaforscherin muss man allerdings sagen, die Wetterextreme sind so seltene Ereignisse, dass man sie über mehrere Dekaden beobachten muss, um festzustellen, ob sich ihre Häufigkeit oder auch ihre Intensität ändert. Dennoch können wir je nach Art der Wetterextreme einen höheren oder geringeren Einfluss des Klimawandels feststellen. Nehmen wir zum Beispiel die Hitzeperioden. Also durch die Zunahme der Temperatur, die wir in den letzten Jahrzehnten beobachtet haben, kommt es zu immer mehr heißen Tagen über 30 Grad und Tropennächten, in denen die Temperatur nicht unter 20 Grad Celsius fällt. Und gerade im Flachland und in den Städten nehmen wir das als sehr, sehr große Belastung dar. Hier ist der Zusammenhang zum Klimawandel sehr direkt gegeben. Nicht so eindeutig ist der Zusammenhang eben für die Starkniederschläge und Unwetter, die Sie auch angesprochen haben. Wir wissen zwar, je höher die Temperatur, desto mehr Wasserdampf kann die Luft aufnehmen. Das sind etwa 7% zusätzlich pro Grad Celsius. Und je mehr Wasser in der Atmosphäre vorhanden ist, desto mehr Niederschlag kann generiert werden. Das führt natürlich zu einem höheren Niederschlagspotenzial. Aber ob dieses erhöhte Potenzial tatsächlich zu heftigeren Unwettern führt, das hängt von den konkreten Wetterlagen ab. Daher sind diese Starkniederschläge zu einem guten Teil der Variabilität des Wetters zuzuordnen, zu einem gewissen und auch zunehmenden Teil, aber auch dem Klimawandel. Und es wird auch viel diskutiert, ob sich die Häufigkeit oder die Verweildauer bestimmter Wetterlagen selbst durch den Klimawandel verändert. Aber aus den derzeitigen Studien lassen sich da noch keine belastbaren Schlüsse ziehen, ob diese Veränderung eben durch den Klimawandel oder auch durch die wiederkehrenden Schwankungen in dem System Atmosphäre-Ozean verursacht werden. Wir führen allerdings in unseren Ländern eine sehr starke Debatte über den stattfindenden Klimawandel. Die Europäische Union hat letzte Woche ein großes Paket auf den Weg gebracht, Fit for 55, wo es darum geht, den CO2-Ausstoß massiv zurückzudrängen, um Europa bis 2050 klimaneutral werden zu lassen. Warum also jetzt diese Anstrengung und diese vertiefte Debatte über Klimawandel? Deswegen, weil die Zeitskala, auf der die Veränderung geschieht, sehr, sehr kurz ist. Es gibt eine ganze Reihe natürlicher Klimaantriebe und die meisten dieser Antriebe wirken auf Zeitskalen, die weit über 1000 Jahre hinaus bis zu Millionen von Jahren hinauswirken. Also kürzerfristige Antriebe natürlicher Art gibt es auch. Das sind hauptsächlich mehrjährige Zyklen der Sonnenaktivität oder auch Vulkanausbrüche. Aber der Einfluss der Sonnenaktivität ist im Vergleich zu den Treibhausgasen gering. Und die Vulkanausbrüche haben einen kurzfristigen, aber vermindernden Effekt auf den Klimawandel. Der effektivste Klimaantrieb, den wir seit Beginn der industriellen Revolution beobachten können, ist jener durch die Treibhausgase, also hauptsächlich CO2, Methan und Lachgas. Und der Treibhauseffekt
ist in erster Linie ein natürlicher Effekt. Er ermöglicht eine globale Mitteltemperatur von ungefähr 15 Grad Celsius statt minus 18 Grad Celsius und macht dadurch die Erde erst zu einem bewohnbaren Planeten. Durch die zusätzlich emittierten Treibhausgase wird dieser Effekt aber innerhalb kurzer Zeit massiv verstärkt. Der CO2-Gehalt ist in 1,5 Jahrhunderten auf ein Niveau geklettert, auf dem er seit 3 Millionen Jahren nicht mehr war. So viel weiß man aus Untersuchungen von Meeressedimenten. Diese erhöhte Treibhausgase, von wem anders als von Menschen können sie in die Atmosphäre entsendet werden? Nun gibt es aber viele Menschen, die bezweifeln, dass es der Mensch ist, der zu diesem Klimawandel mit beiträgt, beziehungsweise der Mensch auch derjenige ist, der den Klimawandel aufhalten, verlangsamen könnte. Was sagen Sie solchen Menschen? Ich sage Ihnen, dass der Mensch das Klima schon wesentlich verändert hat in der Vergangenheit. Es gibt Studien, die versuchen, die beobachtete Klimaänderung den natürlichen oder den menschlichen Antrieben zuzuordnen. Dafür werden eine Vielzahl von Klimamodellen einerseits nur mit den natürlichen Antrieben gerechnet und die gleichen Modelle nochmals mit den natürlichen und den anthropogenen Antrieben. Und hier zeigt sich, dass die bisherige Erwärmung in allen Erdteilen nur dann erklärbar ist, wenn der menschliche Einfluss mit berücksichtigt ist. Der letzte Report des Weltklimarats IPCC weist sogar darauf hin, dass mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit mehr als die Hälfte der Erwärmung seit 1950 auf den menschlichen Einfluss zurückzuführen ist. Und ob das Fortschreiten des Klimawandels verhindert werden kann, das hängt nun stark davon ab, wie rasch die Treibhausgasemissionen global eingedämmt werden können. Denn reversibel ist die Klimaveränderung in menschlichen Zeitskalen nicht. Dazu wirkt das emittierte CO2 viel zu lange in der Atmosphäre und in den Ökosystemen. Das ist die schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist aber, dass durch das rasche Handeln in puncto Emissionsreduktion das Ausmaß der Klimarisiken besonders ab der zweiten Hälfte des Jahrhunderts massiv reduziert werden kann. Das ist das sogenannte 1,5-Grad-Ziel, das ist das Paris-Ziel. Das waren 3 Fragen an die Meteorologin Dr. Theresa Schellander-Gorgas. Vielen Dank, Frau Dr. Schellander-Gorgas, für Ihre Antworten. Bitte gerne.